Thymera Kaya. Hallo zusammen. Einmal werden wir sie noch gemeinsam in der aktuellen Besetzung auf der ganz großen Bühne erleben. Mit einem spektakulären Silvesterkonzert in der Lanxess Arena werden die Black Fös ihre Jubiläumstournee beenden. Danach werden aber die Urgesteine Bömmel und Erri nicht mehr dabei sein. Schlechte Stimmung deswegen? Fehlanzeige. Ja, und Feuerwerk gibt es in Köln ja traditionell nicht nur am 31.12., aber schon lange hatten wir keins. Und die traurige Meldung gestern, unsere geliebten Kölner Lichter sollen auch im kommenden Jahr nicht stattfinden. Also wieder keine spektakuläre Feuerwerksshow auf dem Rhein im Sommer. Die letzten Male war es auch Corona-bedingt, die Absage. Dieses Mal ist es das liebe Geld. Wir drücken die Daumen und danken Ihnen, dass Sie da trotzdem weiterhin so engagiert dran sind. Herr Nolden, vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne. In den letzten Monaten haben Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer immer wieder kritisiert, dass ihre Schülerinnen und Schüler zu lange auf die Fahrprüfung warten müssen. Wir haben auch darüber hier berichtet in Ihrer Lokalzeit. Jetzt hat der TÜV Rheinland angekündigt, vom kommenden Wochenende an auch Samstagsprüfungen durchzuführen. Also auch viele Baustellen innerhalb der Planung und wir hoffen, dass am Ende wirklich jedem auch schnell geholfen wird in unserer Millionenstadt in Köln. Vielen Dank, Herr Unner, für Ihren Besuch heute. Davon gehe ich aus. Gerne. In den kommenden Monaten wird das Rheinufer zur Großbaustelle. Apropos Verkehr hier bei uns. Die sogenannte Kragplatte muss abgerissen werden. Vor allem diejenigen, die dort mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, müssen sich deswegen auf längere Umwege einstellen. Ja, unten sprießen die Pilze, oben leuchten die Ahornblätter. So schön ist unser Herbst und heute Nacht kommt noch mystischer Nebel dazu. Dann bleiben Sie gerne bei uns, denn um 7:45 gibt es hier gleich 3 Tatorte hintereinander. Also spannende Unterhaltung garantiert bei uns. Tschüss!